Diese Frage führt uns deutlicher zum Yoga. Yoga scheint das aktuelle Modewort zu sein, von Übungen, Asanas zu Meditation, für das Wohlbefinden von Körper und Geist. Wie genau definierst du Yoga? Ich dachte, wir haben eine Menge davon getan. Yoga bedeutet Einheit. Sogar der Gesang, den wir gesungen haben, war genau das. Du tust es irgendwie, okay? Du tust es mit Einschränkungen oder du tust es auf angenehme Weise. Du tust es alleinsitzend in einem Berg oder du tust es im Zusammensein mit jedem, irgendwie. Wie zum Teufel du es tust, macht nichts. Irgendwie solltest du so werden, dass, wenn du hier sitzt, deine Erfahrung, am Leben zu sein, fantastisch ist. Nichts muss passieren. Wenn du hier sitzt, bist du am Leben und es ist fantastisch. Es ist, lass mich dir das sagen, im Augenblick, was ist das Wichtigste in deinem Leben? Dein Kontostand, dein Geschäft, deine Familie, deine Beziehungen, was du vorhast oder dass du im Augenblick am Leben bist. Was ist das Wichtigste? Hallo? Du bist am Leben im Augenblick. Das ist das Wichtigste, nicht wahr? Also tust du so viel. Ich werde dir ein einfaches Yoga beibringen. Jetzt sofort. Morgen früh, wenn du aufwachst. Schau, du denkst, das ist ein Witz? Du denkst, es ist ein Witz. Nein, Sterblichkeit ist kein Witz. Das ist das Problem mit den meisten Menschen. Die meisten Menschen denken, andere Menschen sterben. Nein, du und ich werden sterben. Hallo? Du und ich werden sterben, nicht wahr? Ich werde dich mit einem langen Leben segnen, aber dennoch stirbst du mit einem Segen. Ist es nicht so? Sterblichkeit ist eine Realität. Täglich wachen fast 1/4 Million Menschen morgen früh nicht auf, durch natürlichen Vorgang. Also, wenn du morgen früh aufwachst, kontrolliere, ob du noch am Leben bist. Wenn du es bist, wirst du dir selbst ein breites Lächeln schenken, du bist noch am Leben. Hallo? Hallo, wirst du das tun? Und jeden Tag, wenn 1/4 Million Menschen sterben, hätten mindestens 5 bis 10 Millionen Menschen jemanden verloren, der ihnen lieb ist. Du überprüfst die 5 bis 10 Leute, die dir wichtig sind. Wenn sie alle am Leben sind, schenkst du dir dann noch ein Lächeln? Hallo? Dir selbst, nicht irgendjemand. Alle von ihnen sind heute am Leben. Alle Menschen, die dir wichtig sind, augenblicklich. Wirst du dir ein breites Lächeln schenken? Es ist 7 Uhr und du bist noch am Leben. Bitte verstehe das. Was davonläuft, ist nicht die Uhr. Es ist dein Leben, das davonläuft. Seit du gekommen bist und hier gesessen bist, bist du 2 Stunden näher an deinem Grab. Hallo? Ja oder nein? Sterblichkeit ist Realität. Wenn du dir dessen bewusst bist, dann wirst du das Beste daraus machen. Du denkst, du bist ewig. Dann lebst du wie ein Narr. Du hast Zeit für alle möglichen idiotischen Dinge. Wenn du weißt, das Leben läuft davon, wirst du die besten Dinge tun, die du tun kannst, nicht wahr? Hallo? Du wirst nicht das Beste tun. Du wirst die besten Dinge tun, die du tun kannst. Und das ist alles, was wir tun können in deinem Leben. Wenn du nicht tust, was du nicht tun kannst, das ist nicht das Problem. Aber wenn du nicht tust, was du tun kannst, bist du ein katastrophales Leben. Also Yoga bedeutet, diese Katastrophe zu vermeiden.